Ich bräuchte bitte noch mehr Gesangsfall auf dem Monitor, bitte. Jo. Wunderschönen guten Abend, wir sind leider. Schön, dass wir schon so früh mit euch hier erschienen seid. Vielen herzlichen Dank für den letzten Abend. Vielen Dank, Veranstalter, für den ganzen Haus hier werden. Und super Empfang, super Essen, super Atmosphäre hier. Also vielen, vielen Dank schon mal für den schönen Abend mit Voraus. Aber wir werden heute ein bisschen alte Songs von unserer letzten EP spielen, natürlich auch neue Songs, von unserer neue EP rausgebracht, vom Vertrag. Als der Hegel Swain, dieser Deutschland, wenn ich zuhören, also wer Bock hat, kommt dann halt mal vorbei. Die Songs von der alten EP, das ist vielleicht uns der Musik gespannt. We'll be right back.
Männer. Und ich brauche auf jeden Fall noch mehr Gesang mit auf Monitor vorne. Jo, ich weiß, damit ab hier. Schönen Donnerstag, ist eine unglaublich coole Show. Glaubt mir, ich bin auch nicht wegen uns hier, sondern das Line ist verdammt geil. Ich freue mich auf den Abend, da lasse ich noch ein paar Sachen sagen. Wir erleben momentan die größte humanitäre Katastrophe im neuen Jahrhundert. Was in Syrien angeht, können wir uns alle, glaube ich, nur ganz, ganz schwer vorstellen. Wir sind irgendwelche Bilder und können der Wahrheitsgehalt nicht irgendwie wirklich nachvollziehen. Wir sind auf das angewiesen, was uns irgendwie geliefert wird. Allerdings, wenn Menschen, die nach Deutschland kommen, wie letzte Dreck behandelt werden, auf irgendwelchen Ämtern stundenlang zubringen müssen und dann auf Hochdeutsch vollgetextet, die kein Wort verstehen, nach 10 Minuten wieder abserviert werden und immer noch nicht wissen, was, keine Ahnung, in 3-4 Monaten mit ihrem Leben passiert, können wir sehr wohl hier drauf Einfluss nehmen. Wir haben die Möglichkeit, diese Menschen bei ihren Behörden zu begleiten, als Dolmetscher auf Englisch und einfach schon den Beamten gegenüber viel mehr Respekt einfordern. Glaubt mir, wer schon mal irgendwie so eine Aktion mitgemacht hat, wird sehen, wie sich auf einmal so ein Beamter um 180 Grad drehen würde, da geht die Mundwinkel auch ganz schön nach oben, dass man ganz freundlich und ganz kooperativ. Ich weiß, dass nicht jeder irgendwie finanzielle oder zeitliche Möglichkeit hat, vor Ort irgendwo in irgendwelchen Krisengebieten halt zu helfen. Aber hier zu Hause hat jeder noch irgendwie mal einen Tag in der Woche Zeit, wo er sich mal frei nehmen kann oder am Nachmittag mal irgendwelche Flüchtlinge auf irgendwelche Ämter helfen kann, um denen irgendwie ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Die kommen ja her, weil sie einfach keine Zukunft haben. Die kommen ja her, weil sie irgendwie endlich mal Glück für ihre Kinder wollen, für sich persönlich, weil sie endlich mal den Menschen lieben wollen, die sie im Heimatland verwehrt worden ist. Und dann kommen sie hierher und bringen ihr ganzes Leben in irgendwelchen scheiß kleinen Zimmern zu und fühlen sich einfach nur eingesperrt und es ist eigentlich so wie lebendig begraben zu sein. Wir können diesen Menschen ein Stückchen irgendwie Lebensfreude halt zurückgeben. Wir können ihnen zeigen, dass die nicht alleine halt hier sind, dass jemand da ist, der sich um sie kümmert. Also wenn jemand Bock und Zeit hat, irgendwie diesen Weg halt einzuschlagen, macht das auf jeden Fall. We'll be right back.
Jo, wir hatten das große Glück, letzte Woche mit einer Band unterwegs zu sein, die heißt Bandlife. Die kommen beiden Wegen aus den Staaten. Die waren jetzt die letzten paar Tage drüben auf der Insel gewesen, sind jetzt momentan mit dem Wortschatz unterwegs, kommen dann zurück hier aufs Festland. Wer so irgendwo die Möglichkeit hat, die Jungs nochmal bei live zu sehen, macht das auf jeden Fall. Das ist wirklich unglaublich mächtiges Brett. Und wir sind unglaublich dankbar gewesen für die Möglichkeit, die wir haben. Unterwegs auf der Tour haben sich wieder viele Sachen halt bestätigt, die manchmal ziemlich schnell in Vergessenheit geraten oder die man nicht so auf dem Schirm halt hat. Aber wir hätten fast einen Day-Off in Wien halt gehabt. Wir wären da irgendwo untergekommen bei einem guten Kumpel, der hätte sich um uns gekümmert, das ist alles super cool. Und dann nur plötzlich gibt es hier irgendwo die Möglichkeit, dass irgendeine Veranstaltung uns noch mit auf eine Show halt aufnehmen und wir hatten unglaublich einen schönen Abend. Und es war einfach eine coole Sache, zwei Tage dann an Wien gespielt. Und ich bin einfach unglaublich dankbar dafür, dass es halt Leute gibt, die sich einfach mal keinen Kopf darüber machen, ob sich das am Ende vielleicht finanziell rechnet oder nicht. Sondern einfach sagen, na, bevor die Jungs hier nur zuschauen oder blöde irgendwie auf der Straße rumhängen, gebe ich einfach die Möglichkeit, hier mal eine Viertelstunde auf der Bühne ein bisschen Spaß zu haben. Und das ist, glaube ich, nicht nur in Wien, sondern das ist, glaube ich, auch generell überall so, dass wir als Band das Glück halt hatten, immer mit offenen Armen und viel Herzlichkeit empfangen worden zu sein. Und ich finde, unglaublich glücklich und froh, ein Teil dieser Szene zu sein. Ich sehe heute Abend hier unglaublich viele bekannte Gesichter, die sind mit weiten Weg gekommen. Die kommen nicht direkt aus Hamburg, ich komme aus Berlin, aus Sachsen, irgendwo aus Bayern. Und es ist halt schön, wie eng diese Community halt zusammen ist, wie man den beiden Weg halt auf sich nimmt, einen Roadtrip halt macht, der man eine Zeit hat, weil man einfach die Werte teilt, weil man halt Spaß hat. Und jetzt nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. We'll be right back.
Schüler. Aber wir haben doch vielleicht doch mal kommen, Angel, das war uns zu uns. Wir haben den nächsten Song zusammen schauen mit dir. Wir haben es gesagt, als wir haben etwa gestern oben so drauf gemacht, das war unglaublich wichtig. Halt, jemand hier aus der lokalen Szene mit drauf zu haben, einfach um zu zeigen, wie vielfältig und wie gut einfach die deutsche Hardcore-Szene halt aufgestellt sind. Und da ist es auch nur eins von vielen Events, die man momentan in aller Ohren hat oder aller Mütter. Wenn ich kurz noch ein paar Bands nennen darf, können wir ganz spontan auf jeden Fall noch Cut to Waste sein. Wir freuen uns, Reaper's Telefon. Wir freuen uns, wir rein. Wenn ich noch ein bisschen Platz für Ost machen darf, dann können wir noch so ein paar lokale Trails, wenn dann ein Flexion oder sowas oder auch The Storm in einem guten Video. Was ich sagen will, ist, das ist natürlich gar keine Kritik oder so an für sich. Also, ich bin nicht, natürlich freue ich mich, das Gürtel abzuspielen. An für sich finde ich halt irgendwie relativ cooler, wenn schon ein großes Package halt irgendwie rüberkommt, dass man am Lokal mit halt irgendwie draufgeschoben wird, dass die auch nochmal irgendwie ein Publikum halt vorgestellt wird. Weil generell ich irgendwie manchmal das Gefühl habe, dass keine Ahnung, irgendwie so 4-5 Spots an Anime-Bands halt weggehen und dann irgendwo mit Band man sich noch ganz, ganz weit weg. Irgendwoher, wo wir dann unbedingt die Burner Monster Hardcore Show haben will. Aber manchmal vergisst man einfach und verliert aus dem Auge, wie viel Qualität einfach auch in der lokalen Szene halt vorhanden ist. Also.